Es ist Black Friday Woche und das bedeutet massig Schnäppchen und natürlich auch Pokémon Schnäppchen. Ich habe fleißig eingekauft, so viel, dass ich gar nicht alles halten kann und das packen wir jetzt aus. Los geht's. Ich fange mit der billigsten Box an und zwar ist das hier eine Tinbox. Maskagato EX ist da drin, also von den drei Startern. Müssten die aktuellsten Tins sein. Ich kann mich zumindest gerade nicht entsinnen, dass gerade noch andere rausgekommen sind. Aber ich habe schon länger keine Tin mehr gekauft, deswegen kann ich mich auch täuschen. Die hat mich 15 Euro und irgendwas, irgendwie 15,50 oder sowas gekostet. Die habe ich jetzt persönlich bei MyToys gekauft. Kann natürlich sein, dass zum Zeitpunkt dieses Videos, ich habe das Video sofort aufgenommen, aber es gab leider eine längere Versandzeit hier und da, dass das natürlich schon ausverkauft ist. Dafür kann ich nicht garantieren, aber ich nenne euch natürlich trotzdem die Shops und die Preise, für die ich das Ganze hier bekommen habe. Ich hoffe, dass ein paar Angebote zumindest heute oder die nächsten Tage noch verfügbar sind. Kann ich aber für nichts garantieren, deswegen, ne, wisst ihr Bescheid. So, hier Maskagato EX ist eine ziemlich gute Karte. Deswegen nehme ich die gerne als Promo. Es sind übrigens alles deutsche Produkte und wir haben hier einmal Obsidian Flames, Entwicklungen in Paldea, Astralglanz und zweimal Astralglanz. Okay, interessant. Es sind noch ein paar ältere Sachen drin offensichtlich. Aber finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Problem ist nur, hier mit deutschen Sachen finde ich tendenziell natürlich ziemlich gut, aber wenn ich jetzt hier irgendwas für meinen Trainer Gallery oder Illustration Rare Ordner ziehe, genau wie hier, wobei die habe ich mittlerweile alle, die normalen Trainer Rare, Trainer Gallery Sachen. Okay. Das war ein ziemlich gutes Pack. Palkia habe ich tatsächlich auch noch nur einmal, also wird zwar nicht mehr so viel gespielt, aber ist an sich eine sehr, sehr starke Karte. Die nehme ich doch sehr gerne. Direkt ein Double-Hit-Tag, das ist natürlich cool. Ja, was ich sagen wollte, ich habe den restlichen Kram eher auf Englisch gesammelt. Es würde mich jetzt auf jeden Fall viel zu sehr triggern, jetzt zu meinen englischen Karten Deutsche zu packen. Ich hoffe natürlich auf coole Hits, aber ein bisschen zieht sich es auch in mir zusammen, wenn ich jetzt hier etwas ziehe, was mir noch fehlt. Aber natürlich wünsche ich mir gute Hits. So, Entwicklungen in Paldea. Ist auf jeden Fall eine interessante Booster-Auswahl. Mit Astralglanz natürlich auch ein bisschen was Älteres dabei. Finde ich aber persönlich nicht schlimm, weil ich finde vor allem die ganzen Sword and Shield Sets aus dem letzten Jahr, also die letzten Schwert- und Schild-Sets, die sind tatsächlich ziemlich stark. Deswegen öffne ich die eigentlich sehr gerne. Und hier ist schon mal nichts drin. Und hier ist natürlich eine Holo drin, so wie es immer der Fall ist bei Karmesin und Purpur. So, Obsidian Flames. Kann jetzt nochmal das Glurak kommen. Ich habe schon einige Gluraks gezogen, aber die nehme ich natürlich immer wieder gerne. Auch wenn ich sie mir mittlerweile einzeln nachgekauft habe, kann ich einfach nicht mich nicht freuen über einen Glurak. Was natürlich ein starkes Deck ist. Aber wir schauen mal, ob überhaupt was kommt. Lunastein, Krawell. Hier ist schon mal nix. Und hier ist schon mal auch nichts. Ein Cherox, immerhin spielbar. Nächste Box ist diese hier. Epitaph EX Box oder Kollektion, wie es heißt. Die ist tatsächlich kleiner als sonst. Also es ist irgendwie ein neues Format. Ich weiß nicht, ob das der neue Standard ist, aber ist nicht mehr so eine ultra große Box. Finde ich eigentlich ganz angenehm. So, ich bin jetzt mal richtig faul und pack die Promokarte nicht aus. Aber ihr seht hier, was am Start ist. Holo Mankey, Holo Razaf und noch ein Epitaph. Und ich meine, das ist auch nur eine Promo. Ich glaube nicht, dass es die in einem Set gibt. Ich kann mich zumindest gerade nicht dran erinnern. Kann mich aber auch täuschen. Irgendwie habe ich gerade auch eine Full Art Karte im Kopf. Wahrscheinlich täusche ich mich. Aber ist auf jeden Fall ein Promo Epitaph. Diese Box hat mich 17 Euro und irgendwas gekostet. Den genauen Preis habe ich nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall war eine 17 vorne. Die habe ich von Amazon, ich verlinke euch das auch unten, insofern es denn die Sachen noch gibt. Wie gesagt, hatte ich eben schon angesprochen, ich kann natürlich nicht wissen, ob da schon was ausverkauft ist. So, was haben wir hier drin? Fusionsangriff, Entwicklungen, Karmesin Purpur Base und nochmal Entwicklungen. Auch eine relativ okaye Booster-Auswahl. Also Fusionsangriff öffne ich eigentlich mittlerweile ganz gerne noch, weil es sicherlich bald nicht mehr in den Boxen zu finden sein wird. Ist ja jetzt schon ein Stückchen älter und ich vermute mal im Laufe des nächsten, was heißt ich vermute, es wird auf jeden Fall rausrotieren. Steht noch nicht fest, wann das so sein wird, aber vermutlich so Januar, Februar, März ungefähr werden die Fusionsangriffssachen rausrotieren. Und ich glaube, spätestens dann sind die Sachen auch immer weniger in solchen Boxen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz nett, wenn man immer mal wieder was Älteres öffnen kann. Das Amulett ist natürlich sehr stark. Hypnomorba, Sproxy und ein Vatribi und ein Lumi Flora. Also das erste Booster Pack hat richtig krass reingeballert. Und seitdem haben wir hier nichts mehr gesehen.
Ist natürlich ein bisschen schade. Aber es kommen noch einige Sachen. Also irgendwas ziehen wir sicherlich heute noch. Ich hoffe, es ist ein richtiger Knaller dabei. Denn bei den letzten Schnäppchenboxen hatte ich tatsächlich ziemlich viel Glück. Oh, und ich habe auch hier Glück. Das ist doch eine sehr, sehr coole Karte. Wie heißt es auf Deutsch? Chongyan? Englisch? Was ist denn der englische Name von... Es ist nicht Chien Pao. Es ist Bao... Nein, das ist der deutsche von Chien Pao. Ich weiß es gerade nicht. Wo Chien. So heißt es auf Englisch. Wo Chien ist im Deutschen anscheinend Chongyang. Was auch immer das bedeutet, schlaue Menschen wissen das wahrscheinlich. Ja, die Schnecke, die geile Schnecke hier, Schwert- und Schildschnecke, ist eine sehr schicke Karte, die mir auch noch fehlt. Wo ich jetzt natürlich ein bisschen traurig bin, dass ich mir die nicht in meinen Ordner stecke. Einfach nur, also kommt natürlich in einen Ordner, aber nicht in meinen Illustration Rare Ordner, weil sie deutsch ist. Aber gute Hits nehme ich sehr, sehr dankend und gerne an. Letztes Pack schon aus der Epitaph Box. Die, auch wenn jetzt nichts mehr kommt, ziemlich gut war. Also eine Special Illustration Rare ist immer ein gern gesehener Hit. Nehme ich jederzeit den elektrischen Generator. Auch Lucario, dahinter ist ein Karpels und ein Maskagato. Eine Box, die ich schon mal bei Schnäppchenboxen geöffnet habe, ist die Mopex Box. Hier ist Mopex EX. Natürlich passend zur Box, logischerweise ist hier Mopex drin und auch noch ein Rotom in Holo. Ja, Mopex EX und natürlich auch noch eine fette XXL Mopex Karte. Die Box hat mich 16 Euro irgendwas gekostet. Die habe ich von Amazon, verlinke ich euch natürlich auch, insofern sie noch verfügbar ist. Ja, die Mopex Box hat mich, wenn ich mich richtig erinnere, beim letzten Mal sehr, sehr gut belohnt. Ja, hier sehe ich es nämlich schon, silberne Sturmwinde. Da hatte ich tatsächlich, als ich sie mir das letzte Mal gekauft habe, weil sie schon länger relativ günstig ist, da habe ich tatsächlich Aerodactyl in Altart drin gehabt. Deswegen Mopex ist jetzt natürlich, die Erwartungen sind da jetzt relativ hoch. Und können mich nur... Oh, okay. Das war jetzt Fusionsangriff. Das ist doch schon mal ein Hit. Weil Fusionsangriff ist ein sehr erbarmungsloses Set, wo man nicht so viel zieht. Aber die Sanna, die ist sehr, sehr hübsch. Die habe ich auch schon. Aber ich beschwere mich nicht über eine wunderschöne Trainer-Full-Art-Karte. Wir öffnen Silberne Sturmwinde mal zuletzt. Weil Silberne Sturmwinde hat, wie gesagt, mich letztens, auch schon Monate her, aber als ich die Box das letzte Mal geöffnet habe mit Aerodactyl Altart, belohnt. Deswegen ist das jetzt mein Hoffnungsträger dieser Box. Der Drifflon, Schlickdri, der Judge, Bojelin, Tropius, Rotom und Klibbe. Klibbe, Klibbe, Klibbe. Das aktuelle Klibbe aus Entwicklungen, nee, aus Paradox Rift ist tatsächlich ganz gut. Aber dieses nicht. Ganovir, Kundemon, Strand, keiner Strand, Sanaconda, Rona, Gladimperio, ein Krypuk und ein Miraidon. So, dann wollen wir mal sehen, ob Silberne Sturmwinde auch dieses Mal wieder abliefert. Ich habe tatsächlich alle Karten, die ich mir eigentlich gewünscht habe, schon gezogen aus dem Set. Deswegen ist alles, was jetzt hier vielleicht noch kommt, absoluter Bonus. Aber wir sehen hier schon mal auf dem Slot keine Trainer Gallery Karte. Und dahinter ist auch nur ein normales Non-Holo Zygarde. Die vorletzte Box ist ziemlich spannend und zwar ist es das Trainers Toolkit 2023. Ich habe schon mal ein Trainers Toolkit geöffnet und habe dazu auch damals gesagt, dass hier die Preis-Leistung sehr, sehr gut ist. Das ist in dem Fall jetzt auch wieder gegeben. Ihr werdet gleich sehen, woran es liegt. Es ist eine relativ große Box, weil ja auch relativ viel drin ist tatsächlich. Also man bekommt viel für sein Geld. Ah, okay, sie ist gelb. Das finde ich ganz gut. Also als erstes hat man natürlich die Box selbst, die zum Verstauen von Karten ziemlich gut ist. Oh, und die Würfel sehen gar nicht schlecht aus. Ja, dann sind hier noch Würfel drin. Schwarz, gelb mit einem gelben großen Würfel. Dann haben wir hier Sleeves. Ja, kann man machen. Dann haben wir hier einen Stack Trainerkarten und Promos. Dann haben wir hier noch einen Stack. Brauche ich euch nicht zeigen, aber naja, hier so einen richtigen Brick Energiekarten. Und wir haben natürlich auch noch Booster Packs, 4 Stück, eine ganz okay Auswahl. Aber ja, das Trainers Toolkit, wie es der Name schon sagt, hat nützliche Dinge drin, Sleeves, Würfel und haufenweise
spielbare Karten. In dem Fall ein Arceus V-Star und ein Arceus V. Der Rest wird jetzt für euch wahrscheinlich relativ unspektakulär sein, weil es ausschließlich Trainerkarten sind. Aber es sind alles spielbare Trainerkarten. Das heißt, wenn man mit dem Spielen gerade angefangen hat oder anfangen möchte, dann bekommt man mit dem Ding hier einfach erstmal einen ordentlichen Batzen an spielbaren, guten Karten. Also wirklich gute spielbare Karten, die irgendwas davon in den meisten Decks wird auf jeden Fall gebraucht. Deswegen ist das für alle, die planen anzufangen mit Spielen oder wo noch ein paar Trainerkarten fehlen, ein sehr, sehr guter Deal. Vor allem, weil mich diese Box tatsächlich nur 19,99 gekostet hat. Und das ist ein wirklich unschlagbarer Preis, wenn man bedenkt, hier sind auch noch 4 Booster-Packs drin. Und diese 2 Promos, was ja wirklich auch gute spielbare Karten sind, das ist ein extrem guter Deal. Zusammen mit Sleeves und mit Würfeln, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Deal. Also 19,99 war wahrscheinlich das größte Schnäppchen, was ich gemacht habe dieses Jahr beim Black Friday. Habe ich bei Smith Toys gekauft. Ich kann mir vorstellen, dass es das nicht mehr gibt, aber vielleicht habt ihr Glück. Schaut da mal vorbei. Ich konnte es auch gar nicht fassen, dass das so günstig ist. Zumindest bei einem Spielwarenhändler. Also ab und zu bei Card Market sieht man ja häufiger mal Schnäppchen so. Aber jetzt so im Handel habe ich das seltener gesehen. Also Smith Toys war ein gutes Angebot, 1990 für das Ding. Und ich bin gespannt, ob hier auch was drin ist. Hier schon mal nicht ein Schlurm. Nochmal Entwicklungen in Paldea. Aber bis jetzt wirklich vernünftige Hits, sage ich mal. Es ist jetzt noch nichts super ultra krasses dabei gewesen, aber einige sehr, sehr solide Hits, muss ich sagen. Ich meine, so super viele Booster sind es ja heute auch nicht. Es sind zwar einige Boxen, aber kommt jetzt nicht an Display ran oder so. Dafür sind die Hits schon zahlreich bis jetzt. Oh, das ist ja schön. Okay, das ist meine Lieblingskarte des Tages auf jeden Fall. Die habe ich auch noch nicht im Englischen, deswegen kann ich sie auch leider nicht in meinen Ordner. Ah, schade, schade, aber Raichu, wirklich wunderschön. Schwebt das hier im Bett? Das sieht irgendwie so aus, als würde es über dieser Bettdecke so schweben. Auf jeden Fall ist es im Land der Träume. Das sieht sehr, sehr süß aus. Dahinter ist noch ein Agiluza, so heißt das Ding. Interessant, interessant. Raichu, wunderschöne Karte und willkommen in meiner Sammlung. Die Box war auch schon mal ganz vernünftig. Oh, hier fallen schon die Booster Packs ins Bild. Silberne Sturmwinde, 2 Stück noch. Da kann natürlich auch noch was kommen. Schnäppchenboxen und silberne Sturmwinde sind auf jeden Fall Freunde bei mir. Traumato, ein Fukano mit sehr, sehr kurzen Beinen, aber irgendwie sieht es knuffig aus. Traunfugil, Whalmer und ein Wuffels, was auch eine Trainer Gallery Karte ist. Also auf dem Slot kriegen wir heute ganz gute Karten. Ein Katapultra. Holo, ja ey, das ist nicht garantiert. Weil silberne Sturmwinde ist es nicht garantiert, deswegen ist Holo ja auch schon mittlerweile gut tatsächlich. Weberak an der Wand, ein Trassler, Glibunkel, ein Mono, Zyto, Zubat, kommt jetzt schon die Reverse? Ja. Und dahinter, ein Reshiram V. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Box, die ich mir gekauft habe, und zwar diese hier. Die ist sehr interessant, die Paradox Powers EX Spezialkollektion. Das sind immer echt krasse Namen. Und zwar seht ihr hier, Miraidon auf der Vorderseite, aber auf der Rückseite ist auch einfach mal. Koraidon, Miraidon. Habe ich noch nie gesehen, dass so eine Box auf beiden Seiten irgendwie so ein Fenster hat, bedruckt ist, wie auch immer. Ist angeblich eine exklusive Box bei Amazon. Den Link haue ich euch natürlich auch unten in die Beschreibung. Und so sieht das Ganze aus, wenn man es ausgepackt hat. Man kann das dann so auseinandernehmen und hat man hier so 2 Hälften. Wir beginnen mal mit der Koraidon-Hälfte. Hier sind 3 Booster-Packs drin, insgesamt übrigens 5 Stück. Hier haben wir aber auch eine Koraidon-Karte, was keine Promo ist, ist anscheinend die ganz normale Set-Karte. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Und auf der Koraidon-Seite waren diese 3 Packs. Also silberne Sturmwinde anscheinend in den deutschen Boxen gerne reingeballert. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wie viel ich dafür bezahlt habe. Die hat 28 € gekostet, was jetzt natürlich nicht nach so einem krassen Schnäppchen klingt. Aber hier sind mehr Booster drin als in den anderen Kollektionen. Und wir haben natürlich 2 Promokarten, was den Preis natürlich auch noch beeinflusst. Aber ich finde, das ist eine ganz nette Box, vor allem, weil diese Koraidon und Miraidon Karten, jetzt habe ich 2 gezogen, ziemlich gut sind. Das sind Setkarten, keine Promokarten und durchaus spielbar, zusammen mit 5 Boostern, ist auch das ein guter Preis tatsächlich. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass das eine exklusive Amazon-Box sein soll, aber
Ob das stimmt, weiß ich zwar nicht, aber ich habe sie zumindest im Handel bis jetzt auch noch nicht gesehen. Von daher könnte das schon stimmen. Ist aber vor allem so für Deutschland eher unüblich, dass wir so exklusive Amazon-Geschichten bekommen. Aber immerhin haben sie damit geworben. Ich spreche auch nur nach, was da stand. Mascagato haben wir heute schon häufiger gesehen. Ein Obsidian Flames. Obsidianflammen natürlich. Das ist eine deutsche Box. Pack. Und danach schauen wir uns die Miraidon-Seite an. Die wahrscheinlich bessere Seite. Weil Miraidon das bessere Pokémon ist. Zumindest im Kartenspiel. Optisch finde ich tatsächlich Koraidon besser. Aber im Kartenspiel ist Miraidon einfach ultra stark. Darkrai und Sagaria. Schuh, hier ist Miraidon, der bessere Drache von den beiden. Ein wirklich cooles Ding. Und vor allem ist es auch nicht im Promo-Look. Es gibt ja auch die Tinbox mit Miraidon und Koraidon. Aber das ist nicht die Promo-Variante, das ist die ganz normale Set-Variante. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, weil Miraidon hat vor kurzem erst in Brasilien die Internationals gewonnen. Von daher ist Miraidon eine wahrscheinlich mittlerweile mehr gefragte Karte. Bekommt man eben jetzt auch in dieser Box, wenn man keine Lust auf die Promo-Variante hat. Und dann ist echt noch sehr kurios, wir bekommen auch hier, okay, ihr seht es auf dem Bildschirm gar nicht, wir bekommen auch hier nochmal eine Mopex XXL-Karte. Mopex EX. Haben wir gerade schon in der Mopex-Box gehabt. Ist genau die gleiche. Hier seht ihr es. Genau die gleiche Karte. Von daher kann es tatsächlich sein, dass es wirklich eine Amazon-exklusive Box ist, wo sie die Inhalte nochmal so ein bisschen verändert haben. So, die Miraidon-Seite hat auch nochmal zwei Booster. Einmal Obsidian-Flammen und einmal Silberne Sturmwinde. Ich würde sagen, wir enden auf Silberne Sturmwinde mit der Hoffnung auf den ganz großen Knall. Aber auch in Obsidian-Flammen kann natürlich noch was Tolles drin sein. Wir beginnen mit Ignivor, Tanpignon, Topsy, Lichtel, Panzer Aeron, Schlicktree, Ampivian, Vulpix und Terribark und ein Delfinato. Silberne Sturmwinde kommt angeflogen und rettet das Opening, wobei hier gibt es eigentlich nichts zu retten, weil die Hits waren durchaus sehr gut aus den Boxen, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden und auch die Promokarten sind eigentlich ganz cool, die hier bis jetzt drin waren. Deswegen kann ich mich nicht beklagen, aber ich nehme natürlich am Ende des Tages noch einen Hit. Hier ist schon mal nix, keine Trainer Gallery Karte, deswegen liegt die Hoffnung auf dem eventuell letzten Hit des Tages. Was absolut gar kein Hit ist. Bäh. Fiaro, nicht mal eine Holo-Karte. Ach, hier dahinter sind natürlich noch ein paar, aber Morpeko, immerhin ein süßes Morpeko. Das war der Black Friday, für mich zumindest. Das sind die Schnäppchenboxen, die ich mir zugelegt habe. Zumindest aus meinen Augen waren die relativ stabil. Ich hätte mir auch noch fast eine Entwicklung in Paldea Top Trainer Box geholt. Die gab es bei einigen Händlern für 36 Euro, was auch ein ziemlich guter Preis ist für die deutsche Box. Die verlinke ich euch unten auch sehr gerne. Checkt deswegen gern mal die Beschreibung. Dort sind dann ein paar Sachen verlinkt. Das sind natürlich Affiliate-Links. Also wenn ihr mich mit einem Kauf unterstützen wollt, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn nicht, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Ich bedanke mich trotzdem vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt gut Schnäppchen geshoppt und hattet geile Hits in euren Schnäppchenboxen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.